Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So, wir müssen jetzt ganz schnell Sally holen. Da ist sie nicht, 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 da ist sie nicht. Geh wieder zurück. Schneller, schneller, ich drücke. Es geht nicht. Ach. Warum muss er eigentlich bis da hingehen? Er kann doch auch von hier aus mit ihr reden. Guten Tag, Sally. Hi. Sally, schnell! Das Badezimmer steht unter Wasser. Was? Bates ist stinksauer. Sie müssen vergessen haben, das Wasser abzudrehen. Was? Ich? Nein. Nein. Oh Gott, die Arme. Okay. Ab nach oben. Bates Zimmer. Aber ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte. Ich habe genug von den Ausreden. Da ist auch noch was. Aber ich habe noch nie den Lappen in der Wanne gelassen. Davon wird die Lady erfahren. Sie können froh sein, wenn wir Ihnen die Schäden nicht vom Gehalt abziehen. Die beiden sind beschäftigt. Bates ist ab. Bates ist abgelenkt, also können wir in sein Zimmer. So, ich hab's jetzt einfach mal. Ich war wieder zu schnell. Atemmaske, ich dachte Sauerstoff und Dass so. Bates nicht gesund ist, sieht man ihm sofort an. Er scheint Probleme mit der Atmung zu haben. Vielleicht Lungenkrebs? Gut möglich, dass Bates in einem Krankenhaus besser aufgehoben wäre. Aber er würde eher sterben, als dieses Schloss zu verlassen. Fenster? Das Fenster geht in Richtung Schlosstor. Ich sehe die Treppe, die Bäume. Nichts von Interesse. Das Porträt eines ziemlich verkniffen dreinblickenden Gentlemans. So sieht man aus, wenn man stundenlang für einen Maler stillsitzen muss. Der war gut. Die Flaschen dürften reinen Sauerstoff beinhalten. Kranken Menschen wird damit das Atmen erheblich erleichtert. Bates muss es sehr schlecht gehen. Als er vorhin hier so saß, habe ich einen Sterbenden gesehen. Der Butler ist ein ordentlicher Mensch, wie es nicht anders zu erwarten war. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Bates wird keine wichtigen Dokumente einfach auf seinem Schreibtisch herumliegen lassen. Bates wird keine wichtigen. Was liest Bates denn so? Heinlein? Dick? Lem? Selassny? Meine Güte, der Mann hat ja richtig Geschmack. Mal noch die Schubladen durchwühlen. Da sind Anziehsachen und Unterwäsche drin. Nicht weiter interessant. Jetzt haben wir nur noch diese Büste. Ich sag mal Bürste. Büste. Keine Ahnung, wer das ist. Steht kein Name dran. Einer von den üblichen Verdächtigen ist es nicht. Kein Shakespeare, kein alter Grieche. Oh, hier ist noch was am Bettpfosten. Und da kann ich noch eine Schublade aufmachen. Dieser Bettpfosten sieht mehr als seltsam aus. An der Seite des Pfostens ist ein Riss. Was haben wir denn da? Da steckt ein kleiner Messingschlüssel drin. Lass mich raten. Und der ist für die Schublade da hinten. Ein Metallkästchen. Einige Dokumente. Und ein Foto. Das ist meine Mutter. Es zeigt Mom, Bates und einige andere Bedienstete im Schnee vor dem Eingangsportal. Unter dem Bild steht die guten Geister von Black Mirror Castle. Weihnachten 1969. Das passt doch alles nicht zusammen. Ich bin im Februar 1970 geboren. Und auf diesem Bild sieht meine Mutter ganz und gar nicht so aus, als sei sie im siebten Monat schwanger. Heißt das... Nein. Das Foto muss falsch beschriftet worden sein. Red dir das ruhig weiter ein.
Für ein Schmuckkästchen ist es ungewöhnlich schwer. Ich glaube fast, es ist eher eine Art altmodische Schließkassette. Sieht fast aus wie ein Zahlenschloss. Nur mit Symbolen statt Zahlen. Es gibt tausende Kombinationsmöglichkeiten. Mit Ausprobieren komme ich hier nicht weiter. Ich muss erst rausfinden, welche Symbole die richtigen sind. Ein Scheckheft, einige Notizen und Überweisungsträger. Es sind exakt dieselben, die ich im Schreibtisch meiner Mutter gefunden habe. Und auch die Handschrift passt überein. Also war es Bates, der meiner Mutter regelmäßig Geld geschickt hat. Nur in wessen Auftrag? Und suche ich wirklich nur nach meinem Vater? Das hier könnte noch interessant sein. Zwischen den Notizen ist ein Zettel mit der Überschrift Kombination. Das sieht mir nach Eselsbrücken aus, die Bates sich aufgeschrieben hat. Er muss sich eingestanden haben, dass sein Gedächtnis schlechter wird und wollte auf Nummer sicher gehen. Hier steht, auf dem Porträt von Sir Egmont, die älteste Schwester des Erbauers. Mein Vorname, die Zahlen der Nymphen. Sir Edmund, die älteste Schwester des Erbauers, Vorname von Bates, die Zahlen der Nymphen. Hoffentlich sind die beiden noch beschäftigt. Oh, hier sind die Nymphen. Das werden wir jetzt sofort besprechen. Es ist doch nichts passiert. Aber nur weil der Herr Polizist das Unglück früh genug entdeckt hat. Wissen Sie, was da alles hätte passieren können? Okay, er geht auf jeden Fall weg. Sie gehen nach unten. Ausgezeichnet. Bates wird in der Aufregung vergessen haben, dass er sein Zimmer nicht abgeschlossen hat. Unten in der Ecke steht XV... 18. Die römische 18. So, den haben wir auf jeden Fall schon mal. Dann die Nymphen. Das sind drei. Am Sockel der Figur ist eine römische Zahl eingeritzt. Die 19. Okay, 18 und 19. Jetzt können wir die Damen ja nach den... Oh. Ich gönne ihm ein. Nach den Dingen, nach den Vornamen von Bates. Soweit ich weiß, wurde dieses Schloss von ihren Ahnherren Marcus und Mordred gebaut, richtig? Also, sie haben zumindest den Grundstein gelegt. Die meisten Fundamente, die Kellerräume und einige Wände stammen noch aus der Zeit. Der Rest nicht? Oh nein, Sie scheinen sich mit Architektur nicht gut auszukennen, Herr Inspektor. Zu Marcus' Zeiten konnte man noch nicht solche Schlösser bauen, das war viel später. Wer gab dem Schloss sein heutiges Aussehen? Viele Schlossherren haben das Schloss erweitert und umgebaut, die Gärten angelegt, die Technik modernisiert. Aber derjenige, der wohl den größten Einfluss auf die Gestaltung des heutigen Schlosses hatte, war Frederick Arthur Gordon. Er gab dem Schloss sein heutiges Gesicht. Frederick Arthur Gordon also. Danke. Gibt es einen Sir Egmont in der Familie der Gordons? Sir Egmont? Nein. Das sagt mir nichts. Oder vielleicht heißt jemand in der Gegend hier so? Nein, tut mir leid. Nicht, dass ich wüsste. Seltsam. Upsala, jetzt habe ich... Ah, ich habe schon mal zu schnell gedrückt. Können Sie mir sagen, wie Bates mit Vornamen heißt? Das ist ja seltsam. Er arbeitet schon so lange für uns, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals einen Vornamen gehabt hätte. Fragen Sie ihn doch bitte selbst, Mr. Fogg. Wenn das so einfach gehen würde. Das ist ja sehr seltsam. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Die kennen sich seit 70 Jahren und die weiß nicht den Vornamen von ihrem Diener? Das ist ein bisschen eigenartig, oder?
Okay, der Erbauer. Gucken wir mal hier drauf. Die älteste Schwester vom Erbauer ist... Hallo? Also, Frederick Arthur Gordon. Genau. Wo bist du? Ja. Ah, hier ist er. Frederick hatte 4 Schwestern. Und die älteste hörte auf den schönen Namen Rose. Rose. Alles klar. Müsste er jetzt nicht hier irgendwie so eine Zahl erkennen können? Der Name der ältesten Schwester vom alten Frederick Arthur lautet Rose. Die Rose. Der Name der ältesten... Okay, wird wohl schon richtig sein. Ah, okay. Er wird uns nichts... Er wird uns bestimmt nichts sagen. Ich gönne ihm ein paar Minuten. Nee. Versuchen wir es mal mit Sally. Guten Tag, Sally. Hi. Kennen Sie Bates Vornamen? Was? Nein. Lucifer vielleicht. Sagt Ihnen der Name Sir Egmont etwas? Sir Egmont? Klar. Wirklich? Wer ist das? Warum wollen Sie das wissen? Ich brauche die Information für meine Ermittlungen. Und was wäre, wenn ich sie Ihnen nicht gebe? Was soll das? Raus mit der Sprache. Eine Hand wäscht die andere, finde ich. Sie als Bulle können mir doch bestimmt einen kleinen Gefallen tun. Mein Bruder Rupert hat ein Problem mit Strafzetteln. Vielleicht könnten Sie... Ich bin nicht bei der Verkehrspolizei. Sagen Sie mir, wer Sir Egmont ist. Oder die Strafzettel Ihres Bruders sind Ihr kleinstes Problem. Sie können mich nicht zwingen. Ich sage gar nichts, bis Sie mir nicht auch geholfen haben. Wie heißt denn Ihr Bruder? Rupert Wood. Ich schaue mal, was sich machen lässt. Vielleicht kann ich Sie austricksen. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ich gehe jetzt einfach mal alles durch. Ich gehe jetzt zu Louis. Mal gucken, was der mir noch zu sagen hat. Ich lasse ihn lieber arbeiten. Okay, Louis möchte nicht mit mir reden. So, wir müssen austricksen. Wie machen wir das denn am besten? Wie kann ich sie denn... Ich weiß nicht. Ich guck mir die hier nochmal was an. Am Sockel dieser Figur ist nicht wirklich was zu erkennen. Nur ein vertikaler Strich. Soll das eine römische 1 sein? Am Sockel ist XX eingemeißelt worden. Entweder fehlt noch ein X, um vor der Unzüchtigkeit der Figur zu warnen, oder das ist die römische 20. Mal sehen. Die Nymphen tragen die Zahlen 1, 18, 19 und 20. Alles zusammen wäre 58. Aber das bringt mich symbolisch überhaupt nicht weiter. Was haben diese Zahlen mit der Eselsbrücke zu tun? Vielleicht repräsentieren die Zahlen Buchstaben aus dem Alphabet. Was hätten wir da? A, R, S, T. Rast. Star! Ja, natürlich! Ein Stern ist das Symbol. Geil. Dann brauche ich die Information ja jetzt gar nicht, oder? Ich versuch's mal.
Sieht fast aus wie ein Zahlenschloss. Es gibt tausende Kombinationen. Ich muss erst rausfinden, welche. Ach, was ist denn das jetzt? Stern. Stern, eine Rose, weil die Schwester ja Rosa. Aha, ich weiß nicht wo. Oh, Moment. Idee. Post. Vornamen. Briefe haben meistens Vornamen halt. Hey, da liegt ein Brief. Adressiert ist er an Mr. Bates, Black Mirror Castle, Willow Creek. Wenn schon nicht auf dem Umschlag Bates voller Name steht, vielleicht dann wenigstens im Schreiben? Es ist eine Rechnung für einen Grabstein. Ui. Wie von Ihnen gewünscht, gefertigt. Bla 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 bla. Inschrift lautet Edward Bartholomew Bates. Seine Pflicht kennen und danach handeln. Das ist die Hauptsache. Edward Bartholomew also. Seltsamer Name. Und auf was für ein Symbol deutet er hin? Fragen würde doch die alten Historikerinnen. Wir können ja schlecht Bates fragen. Und Sally? Die ist dumm. Mal gucken, ob die uns noch was zu sagen haben. Wissen Sie, woher Sally stammt? Ach, da fragen Sie mich etwas. Sie stammt von einem Bauernhof. Ihr Bruder hat den Hof von ihren Eltern übernommen, soweit ich weiß. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo der Hof ist. Sagen Ihnen die Namen Edward oder Bartholomew etwas? Haben Sie eine Bedeutung? Eine Bedeutung? Wie meinen Sie das, Mr. Fogg? Kann man vielleicht ein bestimmtes Symbol oder Zeichen mit Ihnen in Verbindung bringen? Oh, für solche Dinge habe ich mich immer interessiert. Zu Edward fällt mir nichts ein. Aber der Name Bartholomew stammt vom heiligen Bartholomäus. Er war einer der 12 Apostel. Er predigte in Persien und möglicherweise auch in Indien. Er starb den Märtyrertod. Ihm wurde die Haut abgezogen. Sein Symbol ist daher ein Messer. Ein Messer? Stern, ich glaube, Rose, damit Messer. Haben Sie mir sehr geholfen. Das freut mich. Auch wenn ich Ihre Fragen mehr als seltsam finde. Das kann doch alles nicht mit dem toten Mädchen zu tun haben. Es ist ein komplizierter Fall. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. So, Eleanor weiß mit Sicherheit nicht, woher Sally stammt, wenn es Victoria schon nicht weiß. Aber Bates könnte es wissen. Können Sie mir sagen, woher Sally stammt? Ihre Familie besitzt einen Bauernhof in Sussex. Zumindest hat sie das gesagt. Zweifeln Sie daran? Nicht wirklich. Ihr Benehmen und Ihre Ausdrucksweise stammen eindeutig aus dem Stall. Bis später, Bates. Auf Wiedersehen, Sir. Na, da hast du es, so dumme Kuh. Guten Tag, Sally. Hi. Die Sache mit den Strafzetteln ist erledigt. Was sagt Sir Egmont dazu? Verschaukeln Sie mich etwa? Wie alt ist mein Bruder und wo wohnt er? Die Löschung lief über das Büro in Sussex. Wie alt Ihr Bruder ist, weiß ich nicht, ist aber auch egal für die Löschung. Dann fragen Sie Ihre Kollegen dort. Ich will sicher sein, dass Sie sich um meinen Bruder gekümmert haben. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Auf dem Strafzettel müsste eine Telefonnummer stehen. Jetzt geh doch mal schneller hoch, ey. Versuchen wir es da mal. Versuchen wir es. Hallo? Auskunft?
Verbinden Sie mich bitte mit Rupert Wood in Sussex. Ja, ich warte. Mr. Wood? Mr. Rupert Wood? Sie haben eine Schwester namens Sally? Ja, mein Name ist Inspektor Fogg. Ich rufe im Auftrag der Verkehrspolizei an. Ja, ganz ruhig. Nein, nein, hören Sie. Nein, ist sie nicht. Es geht um Ihre Strafzettel, Sir. Es scheint hier einen Formfehler zu geben. In Ihrer Akte steht, Sie wären 99. Das kann ja wohl nicht stimmen. 34. Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Hören Sie, ich werde die Akte löschen, in Ordnung? Ihre Strafzettel haben sich damit erledigt. Oh, ist der gemein. Ja. Weißt du, was der für Ärger kriegt, wenn er die Strafzettel nicht bezahlt, ey? Boah, nee. Rupert Wood, 34, aus Sussex, glaubt nun, seine Strafzettel hätten sich in Luft aufgelöst. Hoffentlich glaubt das auch seine Schwester. Okay, wir haben immer noch einen Stern, eine Rose, ein Messer. Guten Tag, Sally. Hi. Die Strafzettel sind gelöscht. Was ist nun mit Sir Egmont? So, wo wohnt denn mein Bruder? Und wie alt ist er? Rupert Wood, 34, wohnhaft in Sussex, hat ab sofort keine Strafzettel mehr. Sie sind ein Schatz. Halten Sie die Klappe und sagen Sie mir endlich, wer Sir Egmont ist. Hm? Hier ist er. Tee. Frühstücksflocken? Nee, ich dachte, das wäre aus wie ein Teebeutel. Frühstücksflocken. Das ist Bates Lieblingsmarke. Sie sind sehr weich und leicht zu kauen. Clever. Und was hat der alte Kerl da an seiner Uniform? Ein Orden in Form eines Kreuzes. Das ist es. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Hm. Okay. Stern, Rose, Messer, Kreuz. Ach. Ja. Ach. Stern, Rose. Messer, Kreuz. Ist das wichtig, in welche Reihenfolge das muss? Machen wir das mal so rum. Was habe ich jetzt nochmal gedrückt? Da könnten wir eigentlich mal das... Oh, was denn jetzt? Das ist es. Ein großer Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch Bates da wegkriegen. Hier gibt es nur eine Tür, deren Schlüssel man in einer Schließkassette verstecken würde. Und ein kleines goldenes Medaillon. Oder zumindest die Hälfte davon. Es muss früher zum Aufklappen gewesen sein. Hier sind kleine Scharniere. Darin ist ein Foto. Es zeigt mich. Als kleinen Jungen von 3 oder 4 Jahren. Ich bin mir sicher. Ich sehe genauso aus wie auf den Kinderbildern aus Boston. Bin ich adoptiert worden? Auf der Rückseite ist etwas eingraviert. Adrian. Adrian? Ist das mein Name? Und wenn er es ist, warum wurde er geändert, als ich adoptiert wurde? Um es dem Orden schwieriger zu machen, mich zu finden? Also von Darren Michaels zu Adrian Gordon? Ich dachte schon, Darren ist ein geiler Name, aber Adrian? Na, ist auch nicht schlecht. Na, Bates ist nicht mehr da, die alte Socke, die so.
Zack, ab rein da. Adrian Gordon. Zeit für ein paar Antworten. Ich weiß nicht, welcher Name besser ist, oder? Darren Michaels. Jetzt habe ich das Medaillon nicht angeklickt. Muss ich noch machen. Warum geht er denn jetzt einfach weiter? Kannst du mal stehen bleiben? Ich möchte das Medaillon gerne anklicken. Das sieht nicht gerade verfallen aus und vermodert. Darren? Dies ist der einzige zugängliche Raum in diesem Flügel. Nebenan ist fest verschlossen und alle anderen Zimmer sind völlig abbruchsreif. So, jetzt... Ach, jetzt würde ich gerne... In der Medaillonhälfte ist mein Foto. Auf der... So. Dann versuchen wir jetzt mal alles anzuklicken. Hier liegt ein kleines Holzplättchen. Sieht aus, als würde es zu irgendeinem Spiel gehören. Ich habe das Gefühl, ich hätte das schon mal gesehen. Auf die Rückseite hat jemand mit einem Stift Ralph geschrieben. Ralph? Ralph. Den Ralph, den wir kennen? Krass. Im Kamin brannte schon ewig kein Feuer mehr. Auf dem Boden liegt noch ein wenig weiße Asche, aber keine Holzreste. Hier ist es kühl. Ich spüre einen leichten Luftzug. Vermutlich pfeift oben auf dem Dach der Wind ungebremst über den Kamin. Noch so ein alter Schinken, wie sie hier überall hängen. Eine Frau mit starrem Gesicht und toten Augen. Ich kann nicht sagen, wann das Bild gemalt wurde. In diesem Schloss scheint die Zeit stillzustehen. Die Kleidung der Frau unterscheidet sich nicht sehr von der Lady Victorias. Die Frau könnte vor 200 Jahren oder vor 20 Jahren hier gelebt haben. Gucken wir uns erstmal das Laken an den Spiegel hin mit zum Schluss recht auf. Grob und alt. Im Laufe der Jahre ist er steif geworden. Die Vorhänge sind sehr geschmackvoll und waren sicherlich nicht billig. Vermutlich wurden sie noch von Hand gemacht. Es fällt nur wenig Licht durch die Fenster. Die Vorhänge verdunkeln den Raum zusätzlich. Draußen sehe ich einen Innenhof. Ziemlich trostlos. Jetzt haben wir nur den Wandspiegel. Ein großer Spiegel ist hier in die Wand eingelassen. Ganz schön aufwendig für einen einfachen Spiegel. Der Spiegel ist sehr üppig mit Verzierungen umrandet. Und hier unten am Spiegel scheint irgendein Mechanismus angebracht zu sein. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich glaube, irgendwas fehlt hier. Da fehlt auf jeden Fall irgendetwas Kleines. Eine Kugel oder so, die in dieses Loch reinpasst. Ich eine Art Murmel oder kleine Kugel, aber ich habe hier im Schloss nichts Vergleichbares gesehen. Ob Ralf vielleicht Murmeln hat? Zumindest habe ich ein Holzplätzchen mit seinem Namen darauf gefunden. Er muss mir einen Hinweis geben können. Okay. Also Ralf. Och, ich kann... das Dorf gar nicht... Black Mirror. Akademie. Er klatscht für sich, ey. Wie süß. Hallo? Ralph? Hallo, Darren. Ralph, ich habe hier etwas und frage mich, ob du mir vielleicht weiterhelfen kannst. Sowas habe ich auch. Hier, schau mal. Ein Schiebespiel. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Ja? Ist es deins? Eine nette Frau hat es mir gegeben. Eine Frau? Ja, ich konnte sie nicht erkennen. Aber Mr. Bubby sagt, sie ist eine Heilige. Interessant. Mr. Bubby meint, du kannst es haben. Es ist eh kaputt. Hm.
Das ist sehr nett von Mr. Bubby. Vielen Dank. Ich muss weiter, Ralph. Tschüss. Tschüss. Ich kenne dieses Spiel noch aus meiner Kindheit. Damals habe ich es sehr gerne gespielt. Irgendwas klappert im Inneren, wenn ich es schüttle. Ja, da ist so eine Kugel drin. So, jetzt verbinden wir das. Ich muss es so einstellen, dass die Anzahl der gleichfarbigen Plättchen in einer Reihe der Anzahl am Rand entspricht. Ich weiß aber nicht mehr, was danach passiert. Was muss ich tun? Ach so, ja, in der Reihe, das, ja, okay. Hier muss ein Goldener hin, ne? So, da oben habe ich schon mal fertig. So, hier habe ich auch. Da kann doch was nicht stimmen. Ach, ich muss da oben von ausgehen. Oh mein Gott. Hä? Da unten soll nur zwei. Da sollen nur zwei sein. Das ist richtig. Hier sollen drei sein. Sind es aber nicht. Ich weiß nicht. Hier, aber da sollen doch vier hin. Moment mal. Hä? Warte mal, hier sollen zwei goldene Löwen hin. Da kommt es wirklich auf die Reihenfolge. Es kommt wirklich auf die Reihenfolge an. Ich glaube das nicht. Oh, nee, kann ja auch nicht. Ja, na, da sind zwei graue unten. So, gehen wir jetzt mal so davon aus. Was aber auch hier wieder nicht so hinkommen kann. Ich verstehe es gerade nicht. Ich versuche das jetzt erstmal nochmal weiter. Also, so. Hier soll einer hin. Hier zwei. Das heißt, der muss weg. So. Hier sollen drei hin. So. Und ein vierter Löwe. Hier können ja nicht drei hin sein, wenn hier ein vierter Löwe hin muss. Ich verstehe es gerade nicht. Ich muss mal... Ich bin gerade... Oh, ich sitze total scheiße, ey. Okay. Pass auf. Das war ja schon mal richtig soweit. Dann können wir hier einen goldenen hinsetzen und da zwei silberne. So, da zwei silberne. Dann macht man hier die ganzen goldenen rein. Da ist die Kugel. Ich glaub's ja wohl nicht. Die Kugel ist draußen. Mal sehen, was sich damit anfangen lässt. Zurück zum Schloss? Was denn? Das will ich jetzt wissen, bevor ich einen Cut mache. Das muss ich jetzt wissen. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Passt! Die kleine Kugel rollt über den äußeren Kreis. Jetzt muss ich irgendwas einstellen. Ich schätze, sie soll in die Mitte. Ich glaube, die Kugel muss in das Loch in der Mitte. Ich kann sie aber nur vorne einsetzen. Ah, mit dem Knopf hier vorne kann ich die einzelnen Scheiben rotieren lassen. Mit den Knöpfen an der Seite scheine ich die Zwischenwände runterzudrücken. Nein! Na, dann schauen wir mal.
Was? Wo ist denn die Kugel? Oh mein Gott. Nein! Nein, sie fährt wieder zurück. Nein, 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 nein. Bleib da, genau. Genau. Ja. Geschafft. Oh. Aha. Der Spiegel ist eigentlich eine Geheimtür. Aber wohin? Man kann nicht die geringste Spur von Zerstörung sehen. Das Zimmer ist sogar eins der gepflegtesten, die ich im ganzen Schloss gesehen habe. Es sieht aus wie ein Kinderzimmer in einem alten Film. Ein Mädchenzimmer. Sieh an, hier liegen ja noch mehr kleine Kugeln. Ich hatte mich schon gewundert. Okay, Leute. Jetzt muss ich einen Cut machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.